Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Wada Nohara and the Great Blue Sea. Wir haben in der vorherigen Folge einen dieser Mondsteine und damit einen dieser vermeintlichen Risse in der Barriere gekittet. Aber ich hoffe, wir haben ihn wirklich gekittet. Es war ein bisschen seltsam, weil sie sich komisch gefühlt hat, nachdem sie ihn repariert hatte. Naja, schauen wir mal. Ich bin zurück. Gut gemacht. Wie ist es dir ergangen? Also, wie lief es? Naja, er hatte einen Riss, aber ich habe es in Ordnung gebracht. Ich habe es repariert. Oh, also war es wirklich... Lasst uns mit diesem Tempo weitermachen. Alles klar, aber es ist irgendwie seltsam. Was denn? Naja, ich habe mich irgendwie ganz komisch gefühlt. Aber das bilde ich mir bestimmt nur ein, ehrlich. Naja, diese Art von Magie hast du schon eine Weile nicht benutzt, nicht wahr? Hm, vielleicht. Oh oh. Wada Goof. Hehe. Wada Goof. Ja. Müssen wir jetzt durch? Ah, das ist ja super gemacht. Wir müssen gar nicht durch das ganze Teil nochmal durch. Sekunde mal, aber mir wurde jetzt gar nicht gesagt, wo ich als nächstes hin soll. Letztes Mal wurde mir dieser riesige, überdimensionale Pfeil angezeigt. Hm, also ich werde einfach mal nach rechts fahren. Und ich hoffe mal, dass das die richtige Richtung ist. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Ah, super. Hey, Wada Nohara. Hm? Huch. Ah, wie ist es gelaufen? Nee, wie ist es gelaufen? Oh, Sal. Ja, es lief super. Super, super. Wir sind gerade auf Patrouille und... Wir haben etwas gefunden, das unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Eure Aufmerksamkeit erregt? Ja! Wir haben die Körper von einigen Tosatsu-Königreich-Soldaten gefunden, die hier herumschwammen. Hä? Wow, das ist ziemlich aufmerksamkeitserregend. Die Leichen? Ja, richtig. Nur ein paar, aber trotzdem. Ihr solltet lieber vorsichtig sein. Was sollen wir nur tun? Ist schon in Ordnung. Ich und der Rest von uns werden hier unsere Runden drehen. Also werden sie euch nicht so einfach attackieren. Wir werden dafür sorgen, dass ihr euch auf euren Teil konzentrieren könnt. Hm. Alles klar. Jap, jap. Jap, 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 jap. Shijimi, Shijimi. Shijimi? Sei du auch vorsichtig, Sal. Vielen Dank, mir wird's schon gut gehen. Also dann, ich muss gehen. Viel Glück, Wada Nohara. Ja. Die sind so lieb. Aber wieso Leichen? Vielleicht sind sie ertrunken. Oh Mann, was wenn... Das ist ja so dumm. Hey, das ist nicht lustig, okay? Okay, wenn du meinst... Hm. Haben nicht Samekishi erwähnt, hm? Hm? Hm. Aber vielleicht hatte er was damit zu tun. Vielleicht hat er die ja erledigt. Ah, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. So, wo nun entlang? Also müssen wir nach unten fahren, oder? Als nächstes die Windmühleninsel. Cool. Hier lang? Diesmal sind sogar drei Pfeile, damit ich auf jeden Fall den Weg finde. Okay, lasst uns südlich fahren. Alles klar. Ja. Roger. Los geht's. Hier sind wieder Gegner, aber ich glaube, das sind die normalen Fische wie immer. Wir könnten es einmal ausprobieren, ob die jetzt stärker geworden sind. Aber ich schätze mal, das sind die gleichen, oder? Mal schauen. Ja. Yeah. Okay, die haben natürlich keine Chance gegen uns. Oh, 20 Experience bringen uns auch inzwischen nicht mehr so viel. Also, das lohnt sich auch einfach nicht. Wie süß. Kleine Windmühlen, wie niedlich ist das denn? So. Aber vielleicht treffen wir hier jetzt ja doch mal zwischendurch auf die Gegner aus dem Tosatsu Kingdom. Das weiß ich nicht. Ach, wir sind schon da. Das ist ja easy. Ist hier drüben noch was? Was ist, wenn wir da weiterfahren? Nee, geht nicht. Okay. Ich finde das so lustig, wenn man so zurückgedrängt wird von der Wand. Weil man da nicht weiter kann. Oh, wow. Voll süß hier. Die Windmühleninsel. Wie niedlich. Hier könnte ich wohnen, anders als auf dieser anderen Insel mit den vielen Kreuzen und Gräbern. Das wäre nicht so meins, aber das hier ist ja voll entspannt.
Wobei, so wie sich das alles dreht, ist hier ein Mordswind auf der Insel. Ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Da kriegt man ja immer Ohrenentzündung. Also hier sind auch immer Kisten, oder? Candy Charms und Candy Armor. Na dann. Okay, nur ganz kurz. Okay. Hier, das ist das Beste. Oh, das ist ja schlechter. Okay. Ja, ein bisschen besser ist das. Jetzt muss ich mal kurz... Das ist ja ulkig, dass das, was hier ist, besser... dass das... Oder hatten wir das gekauft? Ich weiß nicht mehr, woher wir das haben. Auf jeden Fall lohnt es sich... Lohnt es sich nicht, das zu wechseln. Nur den Candy Charm sollten wir anlegen. So. Ich speichere nochmal. Alles klar. Dann ist hier bestimmt auf der Insel auch wieder so ein Schlüsselchen versteckt. Den müssen wir dann noch finden. Inzwischen haben wir auch schon 3 oder 4? Ne, 3 erst, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Alter, der Wind ist ja mal angenehm. Da würde ich am liebsten wieder fliegen. Ja, ich auch. Der Himmel ist gruselig. Aber absolut nicht. Das ist wirklich schön. Wirklich? Ja. Aber wenn ein ganz starker Wind ist... das war's dann. Oh, Memoka. Oh Mann. Voll niedlich. Schauen wir mal. Ah, super. Richtigen Weg gewählt. Ist das ein Gegner oder können wir mit dem reden? Ah, okay, das ist... Die hängt so herum. Der Wind ist hier wirklich angenehm. Ich habe das Gefühl, meine übliche Müdigkeit wird einfach... Ja, passt eigentlich nicht. Eigentlich müsste da stehen, wird weggeweht, aber sie schmilzt einfach, die Müdigkeit. Cooler wäre gewesen, wenn sie weggeweht wird. Finde ich. Aber wir wollen ja jetzt nicht kleinlich sein, ne? Werden wir ja wahrscheinlich auch wieder irgendwie so einen kleinen Dungeon haben. Da probieren wir wieder aus, wie stark die Gegner sind. Dann gehe ich wieder erst hier lang. Vielleicht ist das immer da rechts. Der Weg in den Dungeon. Wow, eine Windmühle. Das ist definitiv die größte aller Windmühlen auf dieser Insel. Wobei wir nicht alles erkundet haben, ne? Muss ich ja sagen. So, mal gucken, ob hier auch dann wieder Blut sein wird. Vielleicht ist Samekishi uns ja wieder zuvor gekommen. Er will uns bestimmt nur vor irgendwas... Nee, kein Blut. Also ist er vielleicht auch... also doch nicht hier. Aha, hier sind also wieder Fledermäuse. Wir probieren die nochmal kurz aus. Also gegen sie zu kämpfen. Mal gucken. Vielleicht sind die hier noch stärker. Naja, okay. Daran kann ich es jetzt nicht messen, wenn wir einen Critical Hit haben. Okay, aber auf jeden Fall greifen sie uns mal wieder gar nicht an. Also von daher. Cool. Ah, ist ausgewichen. Sauerei. Ja, ist kein Problem für uns, ne? Weiterhin, würde ich sagen. Und 300 Experience. Oh, 1500. Hey, cool. Noch eine Magie. Also, das lohnt sich auf jeden Fall nicht, dass wir hier so viel leveln oder so, würde ich sagen. Ach, ich weiß nicht, wo wir zuerst lang sollen. Gehen wir erstmal. Oh, das sieht gut aus, oder? Ja, perfekt. Bird Shields. Okay. Nein, das sieht nach dem hier aus. Ja, ist jetzt nicht mega viel, aber besser als nichts, ne? Eine Verbesserung ist immer gut. So. Wunderbar. Dann geht es weiter durch den Dungeon. Ich glaube, das, was wir da ausgerüstet haben und was besser ist als das, was wir in der anderen Kiste gefunden haben, hatten wir, glaube ich, aus dem Dungeon, kann das sein? Wahrscheinlich ist es besser, weil es ja... Hätte ja sein können, dass wir uns nicht die Mühe machen, durch den ganzen Dungeon zu laufen und das zu suchen. Wo gehen wir jetzt zuerst lang? Ey, super! Ich habe voll die... Voll das Gefühl dafür, wo die Kisten sind. Oh, Ohr-Dinger. Also, was man so über die Ohren macht. Mal schauen. Ha, das ist jetzt besser. Cool. So. Und. Ha. Supi gut. Alles klar. Weiter geht's. Dann ist hier wohl. Genau. Ach, so viele Gegner. Aber ich finde das irgendwie auch an sich niedlich. Die Grundidee, dass man gar nicht gegen sie kämpfen muss, wenn man nicht will. Wenn man sich sagt, nee, mir tun die zu leid. Ich habe keinen Bock. Okay, wieder ein Vogel, der seine Zeit verschwendet in der Höhle. Was machen die hier immer nur? Die hängen hier einfach ab und machen nichts, ne? So.
glaube zwar nicht, dass es wirklich nötig ist, aber egal. Halt! Speichern. Man kann ja nie wissen. Vielleicht kommt ja doch mal dann plötzlich ein End- oder also Zwischen-Endgegner, der zu krass ist. Oh! Hä? War... Oh, oh. Das ist... das ist, glaube ich, die Tokatsu-Armee, ne? Ban, ban! Tosatsu-Königreich? Oh, oh. Ban, ban! Ban, ban, ban! Ban, 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 ban. Wieso sind die hier? Ban, ban! Ban, 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 ban! Wada Nohara, lass sie uns schnell erledigen! Ja! Was ist hier los? Ban, ban? Ban, 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 ban! Los geht's! Die Musik ist ja cool. Oh, 6. Ey, da können wir aber endlich mal die Magien ausprobieren, die auf mehrere anzuwenden sind. Okay, super. Ah, hier, das zum Beispiel. Was haben wir hier? Das hits all. Machen wir mal Bird. Was haben wir hier noch? Oh. Scheiße, er kann das nicht. Das ist ja doof. Na, dann machen wir einen Hoop Jump auf. Eigentlich dann auch ziemlich egal. Und er macht den Octopunch. Oh! Scheiße, ist das einfach. Momoka hat alle erledigt. Danke, Momoka. Okay, und zwei sind auch noch aufgestiegen. Ban. Vielleicht hatte Samekishi an dem anderen Ort einfach die hier schon erledigt. Das könnte sein. Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe. Samekishi muss schon wieder Informationen an das Tosatsu-Königreich weitergegeben haben. Das kann nicht sein. Aber es muss sein. Ich meine, sie waren vor uns hier. Genau. Wir müssen den Hai erwischen. Wird die Barriere zerstört werden? Naja, keiner außer mir ist in der Lage, weiter vorzudringen. Es sollte keine Möglichkeit geben für sie, die Steine zu zerstören. Wirklich? Wenn das wahr ist, wie konnten dann überhaupt die Risse hineingelangen, hä? Vielleicht irgendeine Art von Magie? Tja, gute Frage. Wie kann das möglich sein? Ich bin die Einzige, die in die Nähe dieser Steine kommt. Dank dem Blut meines Vaters. Keine Magie sollte in der Lage sein, das zu umgehen. Außer wenn ich es tue, können diese Steine nicht beschädigt werden. Moment. Ach so, aber wie konnten sie dann beschädigt werden? Also wieso? Ja, wieso? Wie kann das möglich sein? Verdammt! Verdammt seist du, Samekishi! Diese Hasen sind gruselig. Na gut, schauen wir mal, ob jetzt... Hoffentlich passiert hier nichts Schlimmes. Wieder beschädigt. Ja, wir reparieren ihn, klar. Der hier hat auch einen Riss. So. Ja, so sollte es gehen. Ja, definitiv fühlt sich das... ein bisschen seltsam an. Ich bin vermutlich zu nervös. Ich muss mich konzentrieren. Was ist da nur los? So, ich bin fertig. Ich bin zurück. Ein weiterer Stein ist repariert. Gut gemacht. Jetzt sind nur noch 4 Punkte übrig. Ich frage mich, ob am nächsten Punkt auch wieder Tosatsu-Soldaten auf uns warten. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Ja, ich hoffe, es geschieht nichts. Vielleicht ist da auch der gruselige Hai wieder. Ja, vergiss nicht diesen Typen. Nächstes Mal mache ich mir aus ihm eine Haifischflossensuppe, wenn ich ihn treffe. Ja, er wird nicht wieder fliehen. Wada Nohara? Hä? Du siehst so beschäftigt aus. Geht es dir gut? Oh, alles in Ordnung, Dolphy. Das ist nichts. Doch, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und wir wissen nicht genau, was es ist, leider.
Dann gehe ich jetzt nach links. Vielleicht passiert wieder was. Ich weiß es nicht genau. Oder wir fahren zurück. Ah, diesmal fahren wir scheinbar zurück. Hey, da ist wieder so ein Live-Preserver. Wir haben zwar, glaube ich, genug davon und haben sie noch nie eingesetzt, aber egal. Was man mitnehmen kann, kann man ja mitnehmen, nicht? So. Dann müssen wir uns ein neues Ziel aussuchen. Oh, so, wo entlang? Wo nun entlang oder wo entlang nun? Als nächstes... Hey, war da Nohara? Hä? Ah. Cell wieder da? Ich mag Cell. Oh. Puh. Alter, du bist ganz schön schwer. War da Nohara? Wie läuft es? Ja, alles läuft ganz wunderbar. Es tauchen noch mehr Tosatsu-Typen auf, hm? Ja, sie waren sogar vor dem Stein. Aber wir haben ihnen voll die Fresse eingeschlagen. Ich glaube, im Grunde sagt er das doch, oder? Aber vielleicht etwas netter. Wir haben sie ihnen voll das Gesicht vermöbelt. Das hört sich nicht so krass an. Sorry. Selbst dort? Ja, was haben sie nur vor? Wir haben vorhin auch Samekishi getroffen. Was? Er war vor dem ersten Stein. Dieser Hai lernt es einfach nicht. Ja, ein weiterer Grund, ihn zu erwischen. Oh mein Gott, ich sinke. Ah. Ja, Haifischflossensuppe für mich. Haifischflossensuppe. Ach, stimmt ja. Eine Sache habe ich noch vergessen. Es gab andere verdächtige Personen, abgesehen von den Tosatsu-Soldaten. Hä? Wir wissen noch keine Details, aber sie sind definitiv nicht aus unserem Meer. Boah, ich will wissen, wer das ist. Ja, ich auch, aber... Es scheint, die Augenzeugen wurden... Was? Schnell aufgefressen von diesen verdächtigen Personen. Oh Gott. Hä? Wir haben ein paar halbgefressene Soldatenleichen gefunden, die im Wasser schwammen. Und die Tosatsu essen keinen Fisch. Könnten es die Dämonen sein, die sie angeheuert haben? Wer weiß. Ihr müsst auf jeden Fall immer aufpassen. Tja, wenn ihr mich dann... wenn ihr uns dann mal entschuldigen würdet, kontaktiert uns, wenn irgendetwas geschieht. Alles klar. Seid alle vorsichtig. Alles klar. Das gleiche gilt für dich. Oh Gott. Es kommen immer mehr zusammen, nicht wahr? Hört auf mit den gruseligen Sachen. Also, wohin gehen wir nun? Ach ja, richtig. Also... als nächstes die Hydrangea-Insel. Ich glaube, Hydrangea ist eine Blumenart, oder? Da ist wieder der große Pfeil, oh mächtiger Pfeil. Zeigt uns den Weg. Lasst uns nach Osten gehen. Es ist, der letzte Ort an der Oberfläche. Alles klar. Ja. Roger. Roger. Na, dann lasst uns mal noch dorthin segeln. Fröhlich. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns die nächste Insel dann in der nächsten Folge vor. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier waren wir noch nicht, aber das sieht nach den gleichen Fischen. Oh. Ein Vogel, der gerade das Meerbaden genießt. Okay, ich dachte, es wäre vielleicht ein Gegner. Aber stimmt, wir hatten ja so einen schon mal getroffen. Das ist echt der verrückteste. Was ist das hier? Ah, okay. Wir müssen hier nicht andocken. Na gut. Komische Insel. Naja. Schauen wir mal. Es war ja auch ein ganzes Stück nach links. Wenn wir eine gleich lange Strecke nach rechts fahren müssen. Oh, es regnet. Krass. Hätte ich jetzt, weiß ich nicht, erwartet man gar nicht unbedingt in so einem Spiel, dass sowas berücksichtigt wird, dass es dann mal regnet. Wir können ja noch an Land gehen. Wir können ja noch kurz gucken, ob da wieder eine Kiste unten rechts ist am Strand. Oh, es sind sogar Pfützen, die Wolken spiegeln. Oh mein Gott, das Spiel hat echt tolle Details. Hydrangea-Insel. Hey, Schneckchen. Oh, süß. Ich liebe Schnecken. Ich finde die süß. Kann ich mit denen reden? Oh mein Gott, ist das ein Gegner? Scheiße. Ich wollte die doch gar nicht töten. Naja, jetzt habe ich wohl keine andere Wahl. Gucken wir mal, wie stark die sind. Oha. Die halten ja jetzt mal was aus. Das ist ja krass.
Aber dann die Endgegner ja dann doch wieder nicht. Sonst würde ich ja sagen, obwohl, wenn gleich der Part vorbei ist, könnte ich eigentlich ein bisschen wenigstens mal leveln. Also ein paar Kämpfe machen, 15 oder 10 Minuten lang. Nur zur Sicherheit. Weil aushalten tun sie jetzt schon mehr, ne? Muss man schon sagen. So, mal gucken, wie viel wir dafür kriegen. Ja, wieder 300. Ist fast so ein Standardwert, würde ich sagen. Aber wieso sind Schnecken denn so angriffslustig? Okay, ich hatte angegriffen, muss ich zugeben. Das ist in dem Spiel wirklich so, ne? Man ist, also man selbst ist immer derjenige, der angreift. Und die anderen verteidigen sich einfach nur, die armen Viecher. Auf jeden Fall ist da eine Kiste, das ist doch super. Was haben wir da? Was? Antennen? Insektenantennen sind das doch. Was ist das? Da! Ja, ein bisschen besser. Können wir auf jeden Fall aufsetzen. 2 Punkte besser. So, cool. Dann speichere ich nochmal. Und ich glaube, hier unten werde ich einmal den Strand abkämpfen. Einfach, dass wir ein paar Experience Points nochmal gesammelt haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Wada Nohara and the Great Blue Sea. Dann bis dann. Ciao, ciao.